Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker. Mein Name ist LockerZeit. Und ja, letzte Folge ist schon ein Teil her, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe. Also, ja, wie üblich war sie wieder gar nichts. Aber ist egal, weil, ja, das war die Folge 57, die letzte, das war sie. Das sollte 58 sein. Also 58, ich rede schon wieder so bongarisch, wie üblich. Aber ja, Marius, was rede ich schon wieder? Der Tommy, der Master, hat eben vor einer Weile eben das Frozen Ghost House da mir zugeschickt und ich vergleiche mal die ID. Ich schau mal. Ja, da ist es. Der Achter, der erste Achter ist ein B. Deswegen. Da ist was vertauscht worden. Egal, jetzt haben wir es gefunden. Und ja, dementsprechend, ja, spielen wir es halt gleich. Warum nicht? Ich habe was zum Nachholen. Weil die Dingsrate, die Erfolgsrate für dieses Level ist 0%. Also, was sie. Ui, eigenartig ist, aber. Ja, was soll's, was soll's. Eigenartig ist jetzt das falsche Wort, aber. Es ist beunruhigend. Sagen wir es so. Beunruhigend. Aha. AP-Ding. Und das schmilzt nicht. Ah, denget. Da wird die eigentlich anders. Okay, das war schlecht. Warum habe ich jetzt da gerade gewartet? Und warum können Piranha-Pflanzen keine Eisblöcke zerschmelzen mit einer Feuerdinger? Die Fragen, die man so hat. Ah, es geht. Sehr gut. Haha, ich bin ja groß. Nice. Okay, es funktioniert. Und da ist auch schon der P-Switch. Okay. Ich frage mich noch, was da unten ist. Ah, du Cookie. Na! Ich hasse diesen Ort. Da darf ich nicht stehen bleiben. Okay, merke, hier nicht stehen bleiben. Na gut, hilft da nichts. The Frozen Ghost House. Ist aber ein cooler Name. Muss ich echt einmal gesagt haben. So, aber so wie es ausschaut, muss ich das so oder so. Wisst ihr was? Geister kommt her. Ja, herkämmer. Herkämmer. Danke, das reicht. Die echte Frage ist jetzt nur, was. Ah, na, sie sind wieder zurück. Echt? Okay, ja, stört mich nicht. Viel besser, viel besser. Okay, sind wir mal über diesen Punkt hinweg. Okay, jetzt die Kollegen. Ja, das war easy, okay. Oh, ich verstehe schon. What the? Ah, das ist kein so eins. Ja, gleich nochmal, bitte. Ah, okay, geschafft. Oh, ein Kettenhund als Gegner. Okay. Ja, auf den bin ich schon gespannt. Oh, dang it. Flucht! Das muss ich mir nochmal anschauen. What the fuck? Wie komme ich da vorbei? Na, echt jetzt, wie komme ich da vorbei? Ist da was Geheimes? Irgendwas, was ich übersehen habe? Ich glaube nicht, dass da unten was ist. Ich glaube, da ist der Tod. Okay, Risiko hilft da nichts. Hopp! Schneller durch. Face tanken. Okay, leben noch. Da springe ich lieber nicht runter. Ich glaube, das ist mein sicherer Tod. Ja, das ist mein sicherer Tod. Okay, ein paar Checkpoints wären manchmal nett, aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. No, dabei ist es okay. Ah, da war ich eben. Bei dem Schloss. Interessant. Okay. Na, in dem Fall, wisst ihr was? Einmal machen wir es noch, ohne dass ich jetzt Karten anfange, weil ja, alle Karten ist ja ouch, auch nicht schön. Aber ja, wurscht. Tja, okay, jetzt bin ich zu eilig gewesen. Zu schnell. Zu schnell. Manchmal ist es wirklich besser, wenn man einfach beruhigt vorgeht und nicht einfach durch Rushen probiert. Weil Rushen was Cooles ist. Rush B.
Ah, zu schnell. Schau, manchmal ist Rushen echt nicht gut. War jetzt zu schnell an der Röhre, jetzt hat es nichts gespawnt. Ups. Das war knapp. Oho. Was ist, wenn ich mir diesen mitnehme? Nein, ich glaube nicht, dass das gescheit ist. Okay. Da! Ah, falscher Knopf! Okay, gleich nochmal. Fuck this ghost. Okay, wisst was? Ich probiere jetzt mal was aus, weil jetzt bin ich schon ein paar Mal gestorben. Und das regt mir auf, aber ich will mal da runter. Oh shit. What the? Oh, okay. Na, gut zu wissen. Trotzdem, ja. Ich muss da wieder zu dem Punkt da zurück. Also, im Prinzip 1, 2, 3 Felder nach rechts und 4 oder 5 nach oben. Schauen wir mal, wann ich das schaffe. Aber ja, komm schon noch irgendwann. Dang it! Du immer wieder. Okay, einmal face tanken. Okay, geschafft. Ich bin wieder an dem Ort zurück. Das ist eine gute Nachricht. Die nicht so tolle. Das Gebiet da. Das ist schrecklich gefährlich. Besonders wenn man mit einem Fehler anfängt. Alter. Ich hoffe, der Aufzug ist nicht zu lange, weil sonst werde ich irgendwann darüber nachdenken müssen, dass ich mir Checkpoints selbst hinbaue. Aber ja, schauen wir mal. Okay, wieder zurück an des Todesortes. Nur diesmal mit mehr Gefühl. Ja, schau, geht durch. Mit mehr Gefühl. Ach sowas, ach Gott. Und feuerspeiend. Die Chance. Hohoho. Okay. Ja, das habe ich erwartet. Ah, fuck. Ah, ich sehe schon, was ich zu tun habe. Das Problem ist, was mache ich jetzt, wo ich das gemacht habe? Ah, na, so hoch, das springe ich nicht. Hast du irgendwas? Oh, fuck. Okay, jetzt wird's schwierig. Was ist der Blooper da eigentlich da oben? Die stören mich noch am meisten. Okay. Boom. Und jetzt. Dang it! Vielleicht hätte ich einfach weiter. Ja, wer weiß. Aber ich werde jetzt einfach zu der Stelle hinkarten, weil, ja, irgendwann wird es weit. Oh, Fireflower! Okay, in dem Fall ändert sich natürlich alles. Spammen! Viel besser. Okay, na interessant. Mit einer Feuerblume brauche ich nicht einmal. Und da kriegt man Feuerblume. Okay, Sachen, die man noch nicht weiß. Okay, na gut zu wissen. Da kriege ich gratis Feuerblumen. Das gefällt mir. Ist da eine Feuerblume? Ja, okay. Also, das ist nicht immer ein Pilz, sondern es ist einfach das nächste Upgrade. Auf Deutsch gesagt. Okay, na, gefällt mir. So, ich stirb zum alle, weil jetzt habe ich die Macht. Manchmal bin ich echt böse. Und es gefällt mir, böse zu sein. Ups, das war schlecht. Okay, das einzige Problem, was ich jetzt dabei habe, ist die Feuerblumen selbst. Ja, ich hab's mir gedacht. Ah, sehr gut. Das ist gutes Timing und zack. Okay, verstehe. Ah, zu vieles. Okay, alles töten. Okay.
Kommen da eine? Na. Okay, dann muss ich wirklich alles töten. Glaube. Wahrscheinlich nur einen großen, aber. Ich gehe auf Nummer sicher und töte einfach alles. Ist mir persönlich ein bisschen lieber. Und ich sehe schon einen Checkpoint, das gefällt mir. Okay, da ist mein Schlüssel. Sehr gut. Zahl mir. Okay, dann bringe ich gleich einen Stern mit, weil. Ja. Ich kriege einen. Also passt. Ein Moment, da auf, ich muss ja. Süß. Ah, sehr gut. Endlich der Checkpoint. Sweet. Okay. Okay, wann ist der gute Zeitpunkt zum Wegspringen? Zu spät? Früh? Bin mir nicht hundertprozentig sicher über das. Okay, da brauche ich ein paar Block. Ah, da ist er. Ja, das sollte schon gehen. Sehe nicht so ein Problem dabei. Zweimal. Danke. Klopf, klopf, klopf. What the fuck? Ich liebe diese geheimen Tode. Die sind cool. Na gut, wenigstens haben wir gerade erst einmal einen Checkpoint gehabt. Das schaut ja nicht. Dementsprechend sind wir ja schon wieder da. An des vermaledeiten Todes. Stelle. Kurz überlegt, ob da nicht irgendwo ein Pilz ist, aber tatsächlich ist ein Pilz in dem Fall schlecht. Ah, schau, so einfach geht's. Okay, was jetzt? Aha, solche Dinger fliegen und Ding. Sehr gefährlich. Gefällt mir nicht. Ah, und sowas. Was, die muss mich beeilen wahrscheinlich. Oh, shit. Oh, no! Okay, jetzt ist los. Das ist los. Ich war euch sehr verbunden. Danke. Fertig. Okay, was mache ich mit dir? Ah, ich sehe. Glaube ich. Nein, das bringt nichts. Ah, Moment. Ich kann aber mit Hilfe dieser Dingen. Kann ich da auf. Ganz easy. Oh, Ding. Aber das bringt mir nichts. Ah, jetzt. Moment, ich habe einfach nur so lange warten müssen. Das war sinnlos. Ach, da komme ich rein. Okay, sehr gut. Okay, was jetzt? Oh, fuck. Na? Oh, fuck. Sachen, mit denen man nicht rechnet. Da war es eigentlich logisch. Oh, dang it. Okay, jetzt haben wir das Timing. Okay. Wie oft hat mir das jetzt gerade geärgert? Das war Frechheit. Na, da geht's nicht drüber. Okay. Denen gegen dann muss ich unbedingt ausweichen. Allen. Okay, keiner will mich bedrohen, oder? Schaut gerade nicht so aus. Bis auf das Ding.
Okay. Wahrscheinlich warte ich gerade auf das Feuerding da links. Ja, dann warten wir mal. Haben wir vielleicht eine interessante Geschichte oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, für jeden, der was sich gerade wundert, was das werden soll. Ich denke persönlich, so Wartegeschichten, da wo es wirklich nur ums Warten geht, bitte nicht in ein Level einbauen. Das ist nicht toll. Echt nicht. Okay. Wartegeschichte ist fertig, da kriege ich ein Power-Up, weil das habe ich mir da merkt. Und dann geht's weiter. Okay. Jetzt du. Ja, super, Herst. Bist du recht so? Na, zu spät. Aber ich kann direkt springen. Warum springe ich nicht direkt? Gott! Okay, jetzt dann geht's. Komm schon. Hopp. Perfekt. Perfekt. So wollte ich es. Ich glaube, das war's zu heute. Oh, ein Bowser Junior. Und eine Fireflower. Nice. Okay. Der ist schon dran. Wow, 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 wow. Spinnst du? Ja, wurscht. Was? Zu früh? Ja, unendlich Health, also was soll ich dazu sagen? Er kann mich nicht besiegen. Okay. Recht dezent. Jetzt interessiert es mich aber, was ist da oben? Beziehungsweise kann ich da rauf? Theoretisch schon, bin ich dann gefangen? Ich glaube, dass ich gefangen bin. Also geh lieber nicht auf, das tue ich dann offscreen mal nachschauen, was da drinnen ist. Moment. Verdächtig. Solche Räume sind gern verdächtig für geheime Power-Ups. Na? Nichts? Okay. So sei es. Hallo? Oh. Oh, I see. Oh. Mhm. Das habe ich zwar nicht erwischt, aber wurscht. Weil. Ja, Checkpoint! Gefällt mir. Okay. Ich sehe schon was auf. Ah! Gut, dass ich warten tue. Okay. Hätte nicht gewartet, dann hätte ich mich jetzt in den Tod gestürzt. Ach Gott. Außer. Von da ist ja nicht noch. Ja, ich muss ihn vernichten. Ich komme dann nicht vorbei, wenn er es nicht tut. Hm. Ja, dauert halt. Ist. Ich finde solche Dinger nicht unbedingt cool, gell? Nur so nebenbei. So, geschafft. Ja, in dem Fall glaube ich, habe ich das Level geschafft, weil. What the fuck? Nach einem Bowser kommt meistens nicht mehr allzu viel. Schaut das sehr nach dem Schluss aus. Moment. Wenn dort dies ist. Und dort ein Bowser ist. The fuck? Oh! So ist es. Okay. Das hat mich jetzt ganz kurz verwirrt. Designtechnisch gut am Schluss. Ein paar andere Sachen waren da ein bisschen eigenartig, muss man mal so sagen. Also, was war das? Da haben mich zwei Sachen gestört. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wisst ihr was? Schauen wir uns das Level nochmal ganz kurz an. 17 Minuten ist halt auch Zeit, Wahnsinn. Ja, designtechnisch ist da ein bisschen was aufzubessern. Beispielsweise, schauen wir uns mal das Ganze im Make-up, weil ein paar Sachen interessieren mich gerade. Ja, passt schon. The Frozen Ghost House. Natürlich möchte ich es bearbeiten. Okay, habe ich irgendwelche Geheimnisse übersehen?
Okay, sowas zum Beispiel, also da wo man aus einer Röhre rauskommt und dann aus der gleichen noch ein Power-Up. Nicht cool, nicht cool. Normalerweise geht man relativ schnell weiter und das ist nicht cool. Okay, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass da ein Power-Up, was rede ich, Leben drinnen ist. Was ziemlich cool ist. Da, One-Up, yay. Okay, und ich glaube, ich habe noch nicht die schnelle Version herzeugt. Also, wie ich da normalerweise gehe. Halt, ich komme gerade aus der Röhre raus. Dang it, schaffe ich es nicht mehr. Ich habe da auch voll coole schnelle Version einmal drin gehabt. Ja, so. Nur, dass der zweite Sprung ein bisschen höher ist und man im Prinzip direkt da umkommt. Ja, kein Problem. So, was wird durch die Tür wie? Wohin bringt man die? Das ist das, oder? Ja, das ist das. Okay, dieses Ding. Alter. Das ist. Ich weiß nicht, also, wenn man nicht genau an derer Stelle stehen bleibt, dann hat man im Prinzip keine Chance, dass man da vorbeikommt. Jetzt bin ich sogar zu spät gewesen, aber hab's noch irgendwie reparieren können. Und ja, die Warterei, das ist sowieso ein. Da regt man sich einfach auf. Ja, da warten wir mal. Es geht ein bisschen schneller. Was explodiert da eigentlich in der Ferne? Ist das Bowser, was da ein bisschen Mayhem macht? Ah ja, was ist da alles drin? Gegner, Buhu, One-Up. Aha. Das Ding, ja. Ja, verstehe schon. Wenn du schon einen Pilz hast, dann eine Feuerblume, ansonsten, ja, das andere, bessere. Da dasselbige, okay. Damals Flagpole-Ding, das ist ziemlich cool. Das gefällt mir. Gibt es sonst irgendwas, das was mir noch geschwind auffällt? Ich glaube, ansonsten ist es okay. Ja, außerdem würde ich. So, genau so. So ist cool. Ich glaube, das ist vom Timing dann ein bisschen. Dann warten wir kurz, schaut mal sich um, dann sieht man ja schon. Ah, okay, da geht's weiter. Ja, na, ist okay. Ist okay. So denke ich immer das. Aber ja, jeden das seine. Jeden das seine. Gibt's sonst was Interessantes noch, was ich übersehen habe? Mal schauen, mal nachschauen. Nee, schaut alles sehr solide aus. Also, in der zweiten Welt habe ich noch gar nichts geschaut. Okay, da haben wir jetzt schon doch, das ist der Abgrund, ja. Painting, ja, ist klar. Aha, interessant. Hat mich kurz interessiert, was da alles drinnen ist. Okay, da haben wir ein Schlüsselding, ja, das ist eh klar. Das haben wir alles schon mal gesehen. Diese eigenartige Falle, falls man nicht gleich losgehen sollte, dann, naja. Autsch. Hat mich zum Glück nie erwischt, aber hey, was ist? Da ist nichts Besonderes. Den vernichten. Genau. Das wollte ich herausfinden. Du störst. Du auch. Ich will eigentlich nicht sterben da. Sagen wir so. Okay, kommt man da rauf? Ja, ist man dann gefangen? Ja. Irgendeine Lösung einbauen, wie man da wieder overkommt. Auf jeden Fall. Weil Leute probieren alles aus. Sie werden immer versuchen, der Level zu vernichten. So im vollen Maße. Und die ist da. Das stört. Aber ansonsten, ja, ist designtechnisch ganz okay. Ein paar Kleinigkeiten, wie bereits erwähnt, könnte man vielleicht verbessern. Also, dass man da warten muss auf das Ding, ist halt ein bisschen eigenartig, weil man kommt ja gerade aus der gleichen Röhre. Einfach eine zweite Röhre da, wo.
Da, wo es dann passt. Wäre vielleicht gescheiter, designtechnisch. Aber, ja, wird schon gehen, wird schon gehen. Ich glaube, das ist jetzt eh der letzte Pause. Kann ich da direkt vorbei? Ah, nein, ich brauche einen Schlüssel. Das geht nicht. Okay, Schlüssel. Ich habe meinen Schlüssel gekriegt. Okay, cool. Und damit, naja, würde ich mich somit bedanken bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Folge. Und ja, hat mich gefreut. Und fertig.